Darf ich Sie einfach überfallen? Ja. Verena Senz vom NDR Schleswig-Holstein Magazin. Moin. Hallo, moin. Wir drehen hier die Dorfgeschichte und haben gelesen, Sie haben hier Ferienwohnungen. Ach, ja, das stimmt. In der Tat. Dann sind Sie richtig. Wollen Sie gleich übernachten? Ja, nee, aber vielleicht mal gucken kommen, wie man hier so Urlaub machen kann in Wegdorf. Ja, das ist ja schon sehr klein, ne? Ja, aber das Kleine ist ja gerade das Schöne da dran. Also Sie stehen hier im Prinzip im Hühnerstall, im Schweinestall. Schweinestall? Nee, Kuhstall. Jetzt bin ich total durcheinander. Weil wir haben das Haus erst vor 15 Jahren gekauft. Ja. Hier hinten waren alte Stallungen drin und dementsprechend wurde das halt alles von uns umgebaut. Und haben gesagt, da machen wir eine Ferienwohnung draus. Also ich würde Sie auch gerne mal nach draußen führen. Hinter dem Deich, das heißt noch lange nicht direkt am Meer. Wegdorf bei Itzehoe, direkt am Deich. Das Dorf gehört zu den kleinsten Orten in ganz Deutschland. Hier leben 105 Menschen in 3 Straßen. Zwischendurch kann man dann auf die andere Seite gucken vom Deich. Da laufen dann die Schafe, da werden die Lämmer gejagt untereinander. Traumhaft, wirklich. Ja. Die einen lieben Wegdorf wegen der Natur. Die anderen brauchen Platz rund ums Haus. Und den gibt es hier noch. Moin! Ich hab gesehen im Vorbeifahren, dass Sie hinten Voyeren haben. Sind da Tiere drin? Ja. Hühner! Hallo! Ihr seid ja hübsch. Ja? Nee, die haben Angst. Ich glaube, die wollen nicht so recht. Aber hier sind die. Also ein paar Eier haben sie schon. 3, 4, los, 6. Da unten mal die Schieblade aufziehen. Da liegt ein Golfball drin. Ja, damit sie das wissen, dass sie da reingehen. Ach, damit sie wissen, dass sie da drin sind. Wie oft gibt's Hühnersuppe? Wie oft müssen sie dann mal nachts züchten? Wir lassen sie nur ein Jahr laufen und dann schlachten wir sie. Ach so, die sind alle, also die werden nicht älter als ein Jahr? Ja. Dann schmecken sie besser, oder? Ja, sind sie auch noch nicht so zäh. Okay. Aktuell kann man hier weder was mieten noch was kaufen. Anfragen von Interessenten kommen fast täglich, erzählt uns der Bürgermeister. Wie viele Häuser sind das? Ich weiß, Sie haben ungefähr 100 Einwohner, aber viele Häuser haben Sie nicht. Nein, also ich sag mal, es erstreckt. Wir haben auch noch eine Außenstelle, sage ich immer, über die Brücke rüber, unten in der Hauptstraße. Wir sind ja mal getrennt worden, sage ich mal, durch die neue B5. Ach so. Die Grenze läuft im Grunde genommen hier in der Mitte vom Fluss. Die linke Seite ist Wegdorf, die andere Seite ist die Gemeinde Oldendorf. Ach, das ist sogar schon eine ganz andere Gemeinde. Das ist eine ganz andere Gemeinde. Also hier dürfen alle reinspringen, hier in die Wegau. Hier dürfen alle reinspringen, genau. Macht man das auch oder ist das zu schlammig da drin? Nein, da kann man wunderbar drin baden. Bis zu 2 Meter in der Mitte ist das echt? Mindestens. Ja. So tief? Ja. Wie ist die Wasserqualität von der Wegau? Also die Wegau hat eine sehr gute Wasserqualität. Sie kommt auch ständig nach, von oben, von der Quelle her. Wir haben es auch mal mikrobiologisch untersuchen lassen. Das ist einwandfrei, dass man hier gut baden kann. Ach, sehr gut. Wir haben einen tollen Fischbestand, also mit sogar Meerforellen, Zander, Barsche. Also wir haben hier eigentlich alles drin. Ja. Und Forelle ist immer so ein Zeichen, dass es ein sauberes Gewässer ist. Dann, okay. Dann kann man ja sein Abendbrot fischen hier. Und der Deich, der hat auch seine Funktion, wenn das Wasser zu hoch kommt. Im Notfall wird die Wegau abgepumpt. Deichblick, sorgenfrei also.